andere von euch wird sich vielleicht daran erinnern. Vor 4 Wochen habe ich hier einen Textbeitrag zum Besten gegeben, der eigentlich generell über Zustand der Menschheit erzählt, wie manipulierbar diese Menschheit ist und dass die Menschheit einfach nicht aus ihren Fehlern lernt. Und ich habe mir jetzt die letzten Tage und Wochen die Mühe gemacht, diesen Text wirklich Wort für Wort auswendig zu lernen. Und ich probiere es jetzt einfach mal, riskiere es. Seid mir nicht böse, wenn es irgendwie blöd rüberkommt. Ich gebe mein Bestes. Ich trage euch jetzt einfach mal was vor und einfach mal genau zuhören auf die Wörter, die ich jetzt spreche. Es gibt Dinge auf der Welt schon seit zigtausend Jahren, die immer noch so sind, weil sie immer schon so waren. Irgendjemand erzählt den Leuten irgendwas und fährt alles klar. Ich habe nicht zugehört, als sie vor 500 Jahren kamen mit den Hexending. Dachte ich, was? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Es kann doch niemand, wirklich niemand, was doch die Gülle aus seiner Frisur und aus Sommersprossen sind nur eine Laune der Natur. Ich fand das alles nicht verwerflich und da habe ich nur gedacht, deswegen wird man doch nicht umgebracht. Doch das habe ich nur gedacht, mein Maul habe ich gehalten. Nicht, dass irgendjemand meint, ich würde zu den euren Hexen halten. Und ein paar Jahre später haben sie mich gefragt, sag mal, warum hast du damals nichts dazu gesagt, sag mal. Und ein paar Jahre später haben sie mich gefragt, da hab ich aus voller Überzeugung zu ihnen gesagt, ich hab das alles nicht gewusst, das war mir eingangs gar nicht klar. Ich hab das so auch nicht gewollt und das nur für den Fall, dass jemand fragt, denn ich hab ja auch nur wie alle anderen mitgemacht. 1961, ihr kennt ja die Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Prinzipiell war das doch irgendwo ein ähnliches Problem, denn auch da habe ich erfolgreich weggesehen. Ich habe mich hin und wieder als Geheimagent probiert. Ich habe ein bisschen spioniert und meine Nachbarn denunziert. Ich fand das nicht verwerflich, denn in diesem Augenblick waren das ja immerhin die Feinde dieser Republik. Natürlich habe ich die Toten an der Mauer registriert und komplett ignoriert. Flucht war verboten, verreckt ist auch gestorben. Und die Wahrheit hätte sie doch ohnehin nur verdorben. Und ein paar Jahre später haben sie mich gefragt, sag mal, warum hast du damals nichts dazu gesagt, sag mal. Und ein paar Jahre später haben sie mich gefragt, da hab ich aus voller Überzeugung zu ihnen gesagt, ich hab das alles nicht gewusst. Das war mir eingangs gar nicht klar. Ich hab das so auch nicht gewollt und das nur für den Fall, dass jemand fragt. Denn ich hab ja auch nur wie alle anderen mitgemacht. Ich hab weggesehen und nichts dazu gesagt. Eigentlich hab ich nichts Schlimmes gemacht. 2021, was soll ich dazu sagen? Ihr durftet alle eine hübsche Maske tragen. Und ob dieser Maske irgendwen vor irgendetwas schützt oder der 10. Lockdown irgendjemand irgendetwas nützt, wusste selbst der Initiator dieses Hummels nicht genau. Deshalb gab es die volle Dröhnung, denke ich, aus der Tagesschau. Halten wir fest, von Oktober bis April könnte die Zahnfee aus Berlin ganz einfach machen, was sie will. Darum stellt sich mir die Frage nicht nach Plausibilität. Und wenn die Leute heute fragen, weiß ich nicht, worum es geht. Natürlich sollte man das Ganze nicht dramatisieren und schon gar nicht politisch instrumentalisieren. Aber was ist mit den Kids, die bis heute an Depressionen leiden? Von den ganzen Impfgeschädigten mal ganz zu schweigen. Was ist mit den Menschen, die einsam und alleine starben, weil ihre Angehörigen nicht bei ihnen waren? Währenddessen hat sich Medien der Deutschland dafür interessiert, wer die nächste Staffel DSDS moderiert. Sind wir ehrlich, egal welche Ungerechtigkeit sie uns in den Schädel blasen, sie werden wieder mit dabei. Die Geschichte wiederholt sich und das hat doch einen Grund. Die Menschheit ist nicht böse. Die Menschheit ist nur dumm. Ja. Ihr habt das alle gewusst. Wart nur zu feige, euch zu wehren. Ihr habt das alles so gewollt. Naja, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Doch wie wollt ihr das bloß mal euren Kindern erklären? Ja, liebe Hallenser, liebe Mitbürger, wie wollt ihr das euren Kindern erklären?
Die Älteren, wie wollt ihr das mit der DDR erklären? Die Leute, die bei Corona mitgemacht haben, wie wollt ihr das euren Kindern und Enkeln erklären? Ihr könnt es ihnen nicht erklären, weil ihr feige wart und weil ihr mitgemacht habt. Und diejenigen, die mich mitgemacht haben, und es waren Gott sei Dank nicht so wenig, wie wir anfangs befürchtet haben. Anfangs hatte ich wirklich die Angst, es sind maximal 3-5% der Bevölkerung, die nicht mitmachen, die man irgendwann zwingen wird, sich impfen zu lassen, die man irgendwann zwingen wird, alle Maßnahmen mitzumachen und nicht zu hinterfragen. Es waren Gott sei Dank Millionen und Abermillionen Mitbürger, die nicht mitgemacht haben. Man schätzt etwa 12-15 Millionen Menschen, die nicht mal eine Erstimpfung haben. Das ist ein sehr hoher Prozentansatz, wenn man bedenkt, wie manipuliert, verblendet und verblödet die Bevölkerung eigentlich schon geworden ist mittlerweile. Und ich danke allen Mitbürgern, die nicht mitgemacht haben, dass man mich nicht dazu gezwungen hat, mir irgendwelchen Dreck in die Venen spritzen zu lassen, von dem ich nicht weiß, was bewirkt es in 5 oder 10 Jahren. Von dem von vornherein klar war, es wird mich nicht schützen. Es wird auch nicht hindern, dass ich sterbe, wenn ich diese Krankheit bekomme. Es schützt auch niemand anderen, wenn ich mir diese Impfung geben lasse. Und trotzdem gibt es heute noch genug Vollidioten, die sich die 6., 7. und 8. Impfung verpassen lassen. Warum, Leute? Warum? Es gibt einige wenige, die ich vielleicht verstehen kann. Schwere Vorerkrankung, Atemprobleme, die Angst hatten, die kann ich vielleicht verstehen. Aber jeder, der angab, ich musste ja, sonst hätte man mich gekündigt. Na und? Hättest du was anderes gesucht? Es werden so viele Arbeitskräfte gesucht wie noch nie in diesem Land. Es gibt Stellen ohne Ende. Keiner konnte dich zwingen. Keiner. Keine Familie konnte dich zwingen, etwas zu machen, was du aus Überzeugung nicht wolltest. Kein Vorgesetzter, kein Arbeitgeber konnte dich zwingen. Kein Kollege konnte dich zwingen. Jeder, der heute immer noch sagt, ich musste ja, ich hatte keine andere Wahl, das ist einfach nur feige. Ich habe während der Corona-Zeit auch gearbeitet, 2 verschiedene Jobs gemacht. Auch bei mir kam man an, da willst du dich nicht impfen lassen, um deine Mitmenschen zu schützen. Habe ich gesagt, nein, weil ich dich damit nicht schütze. Das ist doch längst widerlegt mittlerweile. Ja, aber möchtest du dich nicht selber schützen? Sag ich nein, weil auch Menschen mit Corona-Erkrankung sterben, 1000-fach, 10.000-fach. Ja, aber möchtest du nicht freier leben? Möchtest du keine Konzerte besuchen? Möchtest du nicht ins Fußballstadion? Möchtest du dir nicht die Haare schneiden lassen? Da habe ich gesagt, nein, da verzichte ich gerne drauf. Wenn man mich als gesunden Menschen mit einem gesunden Blut nicht in öffentlichen Einrichtungen möchte, dann gehe ich halt nicht hin. Dann brauchen die mein Geld nicht. Dann brauchen die das halt nicht. Dann spare ich mein Geld, gebe es für was anderes aus. Die Haare kann ich mir selber schneiden. Konzerte kann man sich anhören. Höre ich CDs an oder gucke mir irgendwelche Videos an. Fußball kann ich mir im Fernsehen ansehen. Niemand hatte Gründe, dass er sich impfen lassen musste. Und wie gesagt, Corona ist nur ein Thema. Wie viele Menschen mitgemacht haben, wie zur DDR, wie zur Hexenjagd, wie im Dritten Reich. Die Menschheit ist einfach nur blöde, Verzeihung, wenn ich es sage. Und die Menschheit erkennt Faschismus nicht mal, wenn man ihn auf dem Silbertablett vor ihnen serviert. Nicht mal das erkennen die meisten. Sie machen trotzdem mit. So, noch ein anderes Thema möchte ich gerne ansprechen. Am 23.11. ist es wieder soweit in Berlin. Diesmal hat nicht der große Bauernverband oder der große Chef der Bauern dazu aufgerufen. Diesmal sind es hunderte private Bewegungen, Organisationen, die dazu aufrufen, am 23.11., egal ob du Bauer bist, ob du Handwerker bist, ob du im Handwerk bist, in der Pflege tätig bist, ob du auf dem Bau bist, egal was für eine Tätigkeit du arbeitest, egal ob du Rentner bist oder Arbeitsloser bist, es wird wieder seit Wochen deutschlandweit dazu aufgerufen, am 23.11. nach Berlin zu fahren und dieser Regierung endlich mal nicht nur mit ein paar 10.000 Leuten, sondern mit 100.000
Und ich hoffe, es werden Millionen sein, die dieser Regierung die rote Karte zeigen, die dieser Regierung zeigen, eure Zeit ist abgelaufen. Wir haben die Schnauze voll von Steuerbelastung. Wir haben die Schnauze voll von Ungerechtigkeit. Wir haben die Schnauze voll von ausufernder Kriminalität. Wir haben die Schnauze voll, dass wir immer weniger Netto in der Tasche haben. Jeder, der den Kanal voll hat von der aktuellen Politik, egal ob er links ist, ob er rechts ist, egal wie er politisch eingestellt ist, egal wie alt er ist, fahrt am 23.11. nach Berlin und zeigt dieser Regierung die rote Karte. Ihr seid deswegen keine Neonazis, keine Schwurbler, keine Asozialen, keine Rassisten, keine Radikalen. Ihr seid Bürger, einfache Bürger, die genug haben, die den Kanal voll haben, die die Schnauze voll haben, sich ausnehmen zu lassen, die einfach nicht mehr weiter so machen wollen, die nicht in den Krieg ziehen wollen, die einfach genug von dieser Politik haben. Sagt einfach Nein, öffentlich, mit eurem Anwesen, mit eurer Stimme, Nein. 23.11., alle nach Berlin. Dankeschön. Thank you.